Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Warhammer Quest 2. Ja, ich habe übrigens gelesen, dass Warhammer Quest 2 jetzt auch für die meisten Konsolen verfügbar sind. Also Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4. Und ja, das nur so am Rande. Jetzt gehen wir weiter nach Gutow. Gutow ist eine auf einem Hügel gelegene Bergarbeiterstadt. Große Teile dieses Ortes scheinen allerdings zu versinken. Naja. Wir werden uns natürlich der Sache annehmen. Was haben wir denn hier? Ein Übungsplatz. Und ein Markt. An dem es aber nicht gerade Besseres gibt. Was ist denn Seelendieb? Fügt einem einzelnen Gegner die Intelligenz der Zaubernden mal 3 als Schaden, als Schmetterschaden zu. Ach so, Seelendieb, das ist sowas wie Seelenraub. Okay. Hier kann ich mal ausprobieren, warum nicht? Das ist selten. Der Rubinkelch, achso, das ist ja. Stellt alle AP wieder her, ja, das ist so eine Art kleiner Gral für den Breton. Schwarzer Umhang, bei Nahkampfangriffen wird die Intelligenz statt Stärke benutzt. Und was habe ich gerade? Vielleicht 50% Fernkampfabwehr. Also, da ist dann doch der noch von den Werten. Glaube ich. Der hier besser, ja. Ich kaufe hier den. Ich habe hier genug Gold. Und den kaufe ich hier auch. Ich hab's ja. Ich kann den Bogen eigentlich auch verkaufen, aber der ist irgendwie nichts wert zum Verkaufen. Komischerweise. Ausrüsten. Was habe ich den Seelendieb ausgerüstet? Nein, ich wollte doch. Genau, den Seelendieb, den wollte ich auch reintun, aber dafür wollte ich. Ich glaube, ich nehme den Helm auch raus. So überzeugt war ich von dem eh nie. Und dafür nehmen wir hier diesen Seelenraub mal rein. Kostet allerdings auch 3 Punkte. Das ist natürlich vom Vorteil, falls ich mal mit meinem Stab da irgendwie durch irgendwelche Hindernisse außer Reichweite bin, dann kann ich immer noch diesen Zauber hier einsetzen. Hoffentlich, der irgendwie nicht draus schlau wäre, weil hier steht keine Reichweite. Komisch. Naja. Können wir das auch mal verkaufen? Wieso habe ich das eigentlich noch drin? Den Helm können wir mal verkaufen, oder? Na, falls Seelenraub scheiße ist. Behalten wir ihn lieber. Den können wir auch verkaufen. Das können wir auch einmal verkaufen. Das Amulett weiß ich noch nicht. Was ist das denn? Erhöht die Chance, alle Angriffe abzuwehren um 10%. Toll. Fliegenwörter. Gut, das andere war der Übungsplatz. Jetzt.
kommt der Krater. Rote Teufel. Das riesige Loch im Boden wirkt irgendwie fehl am Platz. Es ist fast so, als wäre das Land auseinandergerissen worden. Die Dorfbewohner murmeln etwas von roten Teufeln, die in den Tunneln unter der Stadt leben sollen. Sie töten die Arbeiter und zerstören Stützbalken und Gewölbe. Durch die Aktivitäten dieser Teufel wird das ganze Gebiet instabil. Die Dorfbewohner sind sich einig, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis das ganze Dorf verschwindet. Eure Krieger sind sich einig, dass diese Bedrohung aus der Welt geschafft werden muss, bevor die ganze Gemeinde in der Dunkelheit verschwindet. Ja, sehe ich auch so. Befreit die Minen von den Kreaturen, die es darauf abgesehen haben, die Stadt zu zerstören. Sehe ich allerdings auch so. Allerdings sehe ich hier den. Ja, nicht den Satz, aber das Wort Teufel sehe ich hier bei Warhammer skeptisch. Ich glaube, bei Warhammer gibt es keine Teufel. Und ich glaube, bei Warhammer werden auch Menschen den Begriff Teufel nicht kennen. Sie kennen vielleicht dunkle Macht, finstere Dämonen. So eine Wörter geben. Vielleicht kennen Sie auch noch den Begriff Chaos, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das Wort Teufel kennen Sie nicht. Also, ja. Der Mineneingang ist wie ein offener Schlund, der in die Erde führt. Eure Krieger zucken wegen des mittlerweile vertrauten beißenden Geruchs zusammen. Das kann nur Cornes Werk sein. Eure Krieger betreten mit gezückten Waffen die Minen. Gut. Ja, wie gesagt, mit dem Wort Teufel wäre ich bei Warhammer vorsichtig. Ich glaube, sowas wie. Na, den Begriff Hölle können. Ich glaube schon, dass sie mit dem Begriff Hölle was anfangen können. Aber Teufel. Ich meine, Warhammer ist das Böse, nicht der Teufel. Wie bei unserer realen Welt. In Warhammer ist das Böse das Chaos. Das ja quasi sozusagen die Hölle oder den Teufel ersetzt. Und ja, so sehe ich das auf jeden Fall. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch mit dem Wort Teufel. Ich habe ja auch mal mit jemandem ein Rollenspiel gemacht. Übrigens auf Steam habe ich unten verlinkt. Wir haben eine kleine extra Rollenspielgruppe und dort habe ich auch immer von dem Wort Teufel abgelassen. Sowohl den Begriff an sich als auch irgendwie als Redewendung. Gut. Ebenfalls nice. Dies ist anscheinend wieder ein normaler Dungeon. Hier drüben können wir nämlich weiter. Abgewehrt. Ist klar. Na gut, aber jetzt Unschild. Wie hoch willst du denn noch schlagen? Der versteckt sich hier oben erstmal. Auf so einem Marauder, oder? Nehmen wir mal den. Lol.
nur auf den. Gut. Jetzt können wir eigentlich mal Seelenraub testen. Es ist, er ist zwar jetzt trotzdem in Reichweite, aber zum Testen können wir das ja mal machen. 'Heißen wir ihn mal willkommen. Joho, er brennt. Man merkt, sie hat den Schlag gut abwehren können, dank ihres neuen Umhangs. Auf jeden Fall sehr nice. Ich glaube, sonst hätte sie mehr Schaden bekommen. War also keine Fehlinvestition. Damit ist er jetzt auch tot. Ja, da haben wir doch gut investiert. Oh, 4 Plünderer. Und eins mit dem Hammer. Genau. So, ich hoffe, jetzt kommen wirklich mal keine Gegner mehr. Gut, Karten noch nicht. Meine Runde.
Mit ihm hier sollten wir es machen. Leider nicht zu Ende. Nein, du sollst nicht in den Weg stehen. Oh, ich hab's gewusst. Er geht durch das Feuer. Ich denke, na, überlegst du vorher noch, klickst du lieber hier unten erst hin? Oder ist die KI mal diesmal wenigstens so schlau und merkt das? Nein, die KI macht genau das, was sie nicht soll. Sie geht durch das Feuer. Zwei Plünderer. Ja, nee, Leute. Rennt er da oben vor sich hin. Was soll er mal? Kriegt er gleich einen Heiltrank und dann ist gut. Boah, könnt ihr mich auch mal in Ruhe lassen? Die spawnen ja immer wieder neu, also was? Wieder hin. Wird echt Zeit, dass wir hier mal wegkommen. Wieso kann ich den jetzt schon wieder nicht anvisieren? Na, mit ihr aber. Na, mit ihr nicht. Aus irgendwelchen komischen Gründen. Gut. Jetzt gehen wir aber weiter. Ja, hier sind sie wieder. Den könnte ich hier unten anvisieren. Christand auch. Ja, damit könnte ich ihn da auch anvisieren. Ja, Mai. Auch das kann verfehlen. Vampirbiss. Schade. Der hat den ja fast in den Grund und Boden gestampft. Thank you.
Gut abgewehrt. Schade. Das ist er verbrannt. Fortschritt gespeichert. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, entweder nach rechts weiter oder nach oben. Ich würde sagen, wir gehen mal nach rechts weiter. Da es hier gerade brennt. Ja, nicht ins Feuer. Das macht die KI sehr gerne. Da oben ist jetzt auch einer. Okay. Oh, wieder einige gekillt. Wieder den Bogen und auf ihn.
jetzt. Ja, lol, kann keiner anvisieren. Seelenraub. Kann ich aber auch schon wieder. Oder brauche ich dafür auch freies Sichtfeld? Kann eigentlich nicht sein. Oder? Ich kann es aber auf niemanden machen. Komisch. Schalten wir erstmal den aus. Und dann den. Toll. Toll. Gibt es nicht. Der wehrt alles ab. Krasser Dude. Jetzt hat's geklappt. Jetzt ist er auch down.
Ach, schade. Ja. Und er hier, er muss erstmal ihn hier ausschalten wegen der Magierin. Toll. Das aber irgendwie nichts wird. Es ist jetzt sehr ungünstig, dass meine Krieger brennen. Er ist auch hinüber gleich. Sieht jetzt wirklich nicht so gut aus. Nicht schlecht. Wir geben ihm so eine Schriftrolle. Genau. Nein, da soll es doch gar nicht hin. Gut, dass ich die Schriftrollen gekauft habe. Sonst wäre es hier jetzt wahrscheinlich vorbei gewesen. So, ihr lebt wieder mit 2 TP. Genau. Dann der Bogen. Genau. Du nimmst gegen den erstmal mit. Das wird nichts diese Runde. Zweimal 11 hat der abbekommen, das ist schon fast die Hälfte. Oh ja, und da liegt er auch schon. Und auf ihn. Gut, wieder eine weniger. Und sie hat ja noch ihren Stab. Tja.
leider nicht zum Töten bekommen. Zum Tod. Ja, er ist wieder bewusstlos. Oder? Ah, er ist wieder auch verstanden mit einem TP. Das Blöde ist halt, dass der noch brennt. Vielleicht mit Blick des Nagash noch in Reichweite sein können. Ja. Sieg. Ach, wir mussten einfach nur die Gegner ausschalten. Okay, sie hat 20 Kills und damit hier die absolute Königin. Die Mahaefa oder Mehefa. Gab leider diesmal nicht so viel Gold. Aber immerhin. Die Dämonen von Cornel machen ihrem Namen wirklich alle Ehre. Immerhin hat eure Gruppe vorerst die letzten von ihnen erledigt. Ihr habt gut darauf genug Zeit verschafft, um die Verteidigung des Dorfes ordentlich zu verstärken. Von ihrem hohen Aussichtspunkt aus sehen eure Krieger im hohen Norden eine riesige schwarze Wolke. Sie scheint sich über der Stadt Rahmstein zu ballen. Rote Teufel. Ja. Rahmstein. Ist dann auch das Vorletzte. Das haben wir hier für Quest freigeschaltet. Nee. Nee, nur für den Grabwächter, das ist Schild. Klingensturm. Auch nur für die Kriegstänzerin. Ja. Gut. Dann geht's nächste Folge weiter nach Rahmstein. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge.